Hallo, herzlich willkommen bei Faszien Channel. Heute geht es mal um ein trickiges Thema. Heute geht es um den Schulterschmerz. Wir haben schon eine ganze Menge Videos gemacht zum Thema Schulter-Nackenschmerz und so weiter, aber heute geht es mal wirklich nur um den Schmerz hier in der Schulter drin. Und da wollen wir dir mal erklären, was ist das, woher kommt das, was mache ich da eigentlich gegen und was kannst du zu Hause tun gegen diesen Schulterschmerz. Und das alles wollen wir jetzt mal aufklären über das große, große Thema Schulterschmerz. Das ist nämlich ein sehr komplexes Thema. Viel Spaß bei diesem Video. Wir erklären dir heute mal Schulterschmerz und es gibt tatsächlich gar nicht so sehr den klassischen Schulterschmerz. Aber wenn es einen geben sollte, einen der recht typisch ist, dann erklären wir dir heute, welcher das ist. Dreh dich doch einmal zur Seite. Also, ganz wichtig, die Schulter ist deswegen auch relativ schwierig in der Behandlung, weil hier ganz, ganz viele Muskeln vorne, hinten, oben und letztendlich auch unter der Schulter dran beteiligt sind. Und wenn das Ganze in eine sogenannte Disbalance kommt, dann hat die Schulter Probleme in ihrer Funktion, was im schlimmsten Fall eben zu Problemen führt, also zu Schmerzen. Das häufigste Problem besteht darin, dass wir die Verkürzung der vorderen Linie haben durch unsere Bürotätigkeit. Und das äußert sich an der Schulter und das kannst du selber mal bei dir gucken, indem du dich seitlich vor den Spiegel stellst und einfach mal zur Seite guckst, nach rechts guckst in diesem Fall. Im Spiegel betrachtest, steht die Schulter wirklich im 90-Grad-Winkel oder ist sie hier nach vorne gekippt? Was hat das für Folgen eigentlich, wenn die Schulter nach vorne kippt? Ganz simpel, wir haben ja hier das Schulterblatt, was ein Teil der Schulter ist. Und wir haben Muskulatur hier vorne, eben die Brustmuskulatur und hier hinten die Schulterblattmuskulatur. Wenn die Schulter nach vorne kippt, dann wird hier die Muskulatur langgezogen. Und letztendlich führt das hier immer irgendwie zu Problemen. Und das sind so die typischen Probleme im Bereich der Schulterblattregion, was letztendlich im schlimmsten Fall auch dazu führt, dass diese Armhebung meist hier endet. Und da ist es ganz wichtig, denn physiologisch ist es so, also im Normalfall, dass das hier das Schulterblatt ist, so in diesem Fall, und ich das Schulterblatt für die Armhebung nach oben klappen muss. Und das ist tatsächlich so, dass das Schulterblatt hier eine annähernd 90-Grad-Bewegung macht. Wenn es aber hier unten festgehalten wird, wie so festgetackert, dann kann der Arm nicht mehr weiter nach oben gehen. Und was man dann macht, ist hier am Schulterdach hebeln. Ja, und das führt letztendlich dann ganz schön zu Problemen. Da spielen auch noch andere Dinge mit rein, weil da könnte dann die Sehne kaputt gehen. Da sind tatsächlich auch noch die Armmuskulatur, im Besonderen der große Bizeps, der relativ stark ja auch ist als Beuger, der dort verkürzt ist. Das heißt, komplexe Sache Schulter, weil eben viele Muskeln dabei beteiligt sind. Wir erklären das heute mal auf. Wichtig ist zunächst einmal, hier sitzen die Opfer, an denen gezogen wird. Hier vorne sitzen die Täter, im Speziellen die Brustmuskeln. Und da zeigen wir mal, was kann man dort machen, was kannst du dort machen und wie sieht denn die Lösung aus. Das wollen wir in dem heutigen Video erklären. Ja, hier können wir jetzt mal unser Beispiel sehen. Wir haben Easy mal an die Wand gestellt und können einfach mal schauen, wie der Abstand zwischen Wand und hier ist. Natürlich sollte die Schulter nicht direkt dort dran kleben, aber so sollte nicht allzu weit entfernt sein. Hier ist jetzt tatsächlich so, dass die Schulter nach vorne einfach kippt und dementsprechend dann auch hier die Halswirbelsäule die Kippung nach vorne hat, weil eben die vordere Linie verkürzt ist. Versuch das mal bewusst zu korrigieren, das heißt das Kinn nach hinten an die Wand, genau, und die Schulter nach hinten. Das wäre eine deutliche, normalere Position. Wahrscheinlich gibt mein Feedback, ist das für dich ungewohnt? Ist ungewohnt, ja. Immer dran zu denken, ist super ungewohnt. Genau, also man könnte das gar nicht so bewusst machen, man muss das gezielt trainieren, beziehungsweise auch die Verklebung lösen. Ne? Gehst du nochmal in die alte Position zurück? Genau. Und einmal wieder in die gerade. Da kannst du gleich mal schön sehen, wie da der Unterschied ist. Achte mal bitte drauf jetzt, wenn Easy diese Bewegung macht, was da auch muskulär passiert, wie doll dort hinten an die Muskeln gezogen wird, wenn man in diese Schlaffi-Haltung zurückkommt, wie weit sich die Muskulatur verlängert und wie da passiv der Muskel lang gezogen wird. Und der tut dann irgendwann einfach nur noch weh und immobilisiert die Schulter. Wenn wir die Schulter normal uns anschauen, dann ist die Schulter in der Lage, die Bewegung nach hier zu machen. Nach hier zu machen, bis hoch
Aber nach hier nicht so weit. Genau. Und was schon mal gar nicht geht, ist jetzt den Arm seitlich hoch machen. Ne? Ja. Da kommen wir an deine Grenzen. Ganz simpel. Okay, warum erzähle ich dir das? Ganz simpel, wenn die Schulter diese Bewegung leider so gar nicht kann, dass auch alles irgendwie doof ist jetzt und wehtut, ne? Ja. Und die Schulter steht aber hier extrem vorne bei dir, dann ist diese Seitwärtsbewegung eigentlich schon ein Griff nach hinten. Und es geht technisch gar nicht, dass du dort hochkommst. Ja? Das heißt, wenn du immer versuchst, hier hochzukommen mit Gewalt, dann kann das nur wehtun. Das ist ganz normal. Das heißt, was wir machen müssen, ist zunächst einmal die Schulter wieder in diese Position zu bringen, damit diese Bewegung auch wieder eine seitliche Bewegung der Schulter ist und nicht ein nach hinten greifen. Ja? Kannst du selber mal bei dir zu Hause ausprobieren und mach das mal ruhig. Lass mal die Schulter richtig extrem nach vorne fallen und versuch dann mal seitlich den Arm hochzumachen. Das geht gar nicht. Das geht technisch nicht. Ganz simpel, weil das Schulterdach da ist und das anatomisch so angelegt ist, das ist nicht vorgesehen, dass wir hinten irgendwas hochgreifen. Und jetzt zeigen wir dir, was wir dagegen tun und dann natürlich auch, was du dagegen tun kannst, gegen diese Stellung der Schulter. Ja, was ist eigentlich die vordere Faszienkette? Die vordere Faszienkette kommt von unten, in dem Fall dem Schambein, geht über das Bauchgewölbe hoch zum Brustbein, übers Brustbein und jetzt ganz spannend, geht es hinter den Kopf. Das heißt, wenn wir eine Verkürzung in dem Bereich haben, was viele Büromenschen haben, dann haben wir diese Haltung, weil es hier hinten im Prinzip zieht. Genau, du machst es auch schon diese hier. Ne? Und was aber auch ganz wichtig ist, ist wie ein T, es geht also hoch und zur Seite. Das heißt, die Schultern drehen auch so ein, was natürlich für die Schulter irgendwann Funktionsverlust bedeutet. Ja, oder Funktionseinschränkung zumindest und im schlimmsten Fall eben zur Überlastung und Schmerz. Und was machen wir? Wir öffnen die vordere Linie. Das zeigen wir dir einmal, wie das jetzt in der Behandlung aussieht. Und dann gebe ich dir Tipps, was du zu Hause tun kannst, um das zu öffnen. Ja, in der Behandlung nehme ich jetzt zunächst erstmal den Brustmuskel hier mir vor und der tatsächlich ja vom Brustbein zur Schulter hochführt. Und da gehe ich jetzt, suche ich mir zunächst einmal, wo ist der Knochen? Ja, ich möchte immer nicht auf dem Knochen, sondern am Knochen arbeiten. Ich habe also hier das Brustbein, da das Schlüsselbein, orientiere mich jetzt unterhalb des Schlüsselbeins. Das heißt, ich suche mir jetzt hier, wo geht es da in den Weichteilbereich, gehe dort rein und da reicht tatsächlich erst einmal nur ein Finger und lass mich einfach vom Gewebe nach vorne schieben. Bin jetzt im Prinzip nur mit meiner Fingerbeere im Gewebe. Und auf diesem Bereich jetzt gerade geht es, da ist noch nicht so viel Verklebung. Hier kommen wir jetzt zum Fortsatz, da ist schon deutlich unangenehmer. Ne? Und da ist ja dann auch der Bereich, wo die Muskulatur, die für die Schulterbewegung wichtig ist, mit ansetzt. Dann gehen wir letztendlich hier nochmal im muskulären Bereich. Und das ist schon deutlich unangenehmer. Ne? Ja. Dann eben entsprechend jetzt mit zwei Fingern noch mal ein bisschen tiefer gehend, weil der Muskel ja schon flächiger auch ist. Hier hingehend, jetzt komme ich hier wieder von der mittleren Körperseite an den Bereich, wo es dann mit der Schulter losgeht, ran. Und da war jetzt richtig der eine Muskel, der rübergeschlappt ist. Bleib jetzt hier noch ein bisschen drauf und warte, dass der Muskel einschmilzt und weicher wird. Wird schon besser, merkst du das? Ja. Schmerz lässt nach. Ja. Okay. Dann kann ich natürlich auf dem Brustbein selber auch noch arbeiten, weil dort natürlich die Brustmuskulatur auch vorhanden ist. Und könnte jetzt rein theoretisch runterarbeiten bis zum Schambein. Also wenn du das selber bei dir machen möchtest, kannst du es gerne mal ausprobieren. Man geht das komplette Brustbein ab und dann aber eben auch hier die Brustbeinspitze. Auch da ist häufig dann Punkte, die unangenehm sind, weil die Bauchmuskulatur dort ansetzt. Und vielleicht kannst du es nochmal mit, genau. Ja. Also da, wo es tatsächlich die Rippen in der Mitte zusammenkommen, untere Teil der Rippen, und dann ist in die Bauchmuskulatur übergeht. Und da ist dann auch
ist so ein spitzförmig zulaufender, man sagt auch Schwertfortsatz, wie so ein Schwert, eine Spitze vom Schwert. Und da kann man eben mit zwei Fingern, einmal links und rechts davon, so reingehen und dann eben leicht nach oben drücken, die Muskelansätze sozusagen dort entspannen. Auch das ist die vordere Linie. Ja? Und kann dann im Prinzip bei sich selber auch bis runter gehen, bis aufs Schambein und von oben aufs Schambein drücken. Da ist dann eben entsprechend, wirst du auch merken, dass das da mitunter wehtut, wenn du da eine Verkürzung hast. Ne? Ich merke jetzt schon, dass es bei dir besser wird. Mhm. Sehr gut. Ja, auch da viele Wege führen nach oben. Man könnte auch mit Tapings arbeiten, man könnte mit Schröpfmassage arbeiten, man könnte auch schröpfen und viele Wege führen nach oben. Da kann eine Behandlung ganz individuell aussehen, auch immer so ein bisschen, was mag der Patient, was mag er nicht. Wenn er eine Tape-Allergie hat, kriegt er von mir kein Tape. Ganz einfach. Für diesen Fall jetzt nicht relevant, aber wenn jemand eine Angst vor Nadeln hat, muss ich ihn nicht akupunktieren. Also es ist immer wichtig, dass man auch einen Plan B oder C hat, wenn derjenige das eine irgendwie nicht kann, nicht darf oder was auch immer dahinter steht. Jetzt zeige ich dir, was du machen kannst an den Übungen, neben dieser Release-Technik, die du auch bei dir selber anwenden kannst, damit diese Verkürzung vorne besser wird. Das kommt jetzt. Wie sieht die Dehnung der vorderen Linie jetzt aus? Du kommst einfach, legst dich auf eine bequeme Unterlage und sei es eine Yogamatte oder ein Teppich oder auch ein Bett, wie es für dich bequem ist, und kommst jetzt langsam mit dem Oberkörper einmal hoch und dich auf deine Ellbogen aufstützt. Wichtig dabei ist, dass du dein Becken kippst, sprich, dass du die Bauchmuskulatur anspannst und dein Becken richtig schön kippst, dass du nicht ins Hohlkreuz kommst. Ja, also zieh sozusagen den Schambeinbereich zu dir hoch. Und dann wirst du relativ schnell merken, dass es auch anfängt zu ziehen. Unangenehm, ist anstrengend. Ne? Im Idealfall bleibst du dort einige Minuten, und zwar so lange, bis du merkst, dass der Zug weniger wird. Ändert sich schon was bei dir? Mhm. Wird besser? Ja. Super, dann darfst du wieder ausrauben. Langsam wieder ablegen, genau. Dein Hohlkreuz achten, dass du kein Hohlkreuz machst. Mhm. Und das kannst du ruhig mehrmals am Tag machen. Achte wirklich darauf, dass sich förmlich richtig schön eine Spannung zwischen dem Schambein und dem Brustbein entsteht. Damit machst du sozusagen die Vorderlinie auf. Die querverlaufende zeigen wir dir jetzt gleich. Ja, jetzt wollen wir natürlich auch nicht nur die Hoch-Runter-Linie, sondern eben auch die querverlaufende Linie einmal abarbeiten. Und das zeige ich dir jetzt, wie das geht. Easy, sei so lieb, stell dich mal vor die Wand. Nimm deinen Arm in den 90-Grad-Winkel und leg ihn an die Wand. Und stell dich schön gerade davor, genau. Und jetzt kommst du langsam mit der Schulter hier zur Wand. Genau, noch gar nicht groß reindrehen, sondern erstmal nur gerade vor. Und die meisten von euch werden merken, dass sie hier gar nicht die Schulter da dran kriegen können. Ja, weil jetzt entsteht hier ein kräftiger Zug im Bereich des Brustmuskels. Den kannst du wahrscheinlich schon vernehmen, ne? Mhm. Genau. Wenn das noch nicht der Fall ist, dann darfst du dich auch mit dem Körper rausdrehen. Da kannst du das nochmal verstärken. Aber achte darauf, dass du wirklich hier an die Wand kommst. Also in unserem Beispiel geht es jetzt tatsächlich nicht. Ne? Deswegen musst du dich nicht zwangsläufig rausdrehen. Bei den meisten ist es tatsächlich so, erfahrungsgemäß, dass schon das überhaupt an die Wand erstmal kommen, für die meisten problematisch ist und auf jeden Fall den Zug, den wir haben wollen, hier entstehen lässt. Das ist nämlich der Brustmuskel. Und dort auch wie immer beim Dehnen, geh an den Schmerzpunkt ran, dass du auf der 10er-Skala so zwischen 6 und 8 liegst und halte dann diese Dehnung so lange, bis du merkst, dass sich eine deutliche Veränderung da einstellt und der Schmerz dann so sich ungefähr halbiert. Das heißt, dass er dann bei 3 oder 4 ist. Wie schaut es bei dir aus? Schon ganz gut. Das heißt, wo liegst du denn jetzt ungefähr? So bei 5. Okay. Das heißt, schon was passiert, ne? Und wir arbeiten jetzt noch einen kleinen Moment, bis es dann soweit ist. Bist du jetzt bei 4 angekommen? Ja. Super. Komm einmal raus, schüttel mal ein bisschen deine Arme aus, ne? Du merkst, das ist ungewohnt. Mhm. Und jetzt spür mal einfach rein, wie sich die rechte Schulter im Vergleich zur linken Schulter anfühlt.
einfach auch von der Bewegung her, wenn du so ein bisschen durchdrehst. Bisschen leichter. Merkt man einen Unterschied. Ja, genau. Wie geölt. Wie geölt. Und das war jetzt nur einmal eine Dehnung. Das heißt, du solltest schon 3 bis 4 Mal am Tag die machen, aber lass dir immer Zeit dafür. Ja, mach sie nur einmal. Geh wirklich von dem 6-8er Zugschmerz aus, nicht mehr, weil wir wollen nichts kaputt machen. Und dann wartest du einfach so lange, und das kann tatsächlich mitunter 1, 2, 3 Minuten dauern am Anfang, bis er sich halbiert hat. Und dann, wenn das so geschehen ist, dann lass den Körper Ruhe. Ja, also geh da nicht nochmal bei und ärgere den nicht noch mehr. Lass wirklich den Muskeln sich mal ein bisschen entspannen und auch die Dehnung zu. Und dann wiederholst du die Übung eben ein paar Stunden später nochmal. Machst das vielleicht 2, 3 Mal am Tag oder so. Immer so, wie es für dich okay ist. Ja, wenn du merkst, es tut alles nur noch weh, dann braucht der Muskel ein bisschen mehr Ruhe. Das war's für heute zum Thema Schulterschmerz. Die vordere Linie haben wir nochmal erklärt und dir gezeigt, was du dort tun kannst. Und nee, weiteres gibt's in Zukunft beim nächsten Mal. Wir freuen uns auf dich. Bis nächste Woche. Ciao! Ihr habt ein Schmerzproblem und keine Lösung dafür? Dann geht mal auf diese Seite und bucht euch eine Videosprechstunde. Gerne höre ich mir euer Problem an. Euer Patrick Enzo. We'll be right back.